Neues Video heute, seid gespannt! Feuer frei! Heute schauen wir uns mal an, mein selbstgebauter Netzteil hier, ne? Was ich gemacht habe. Ne? Und zwar, das ist jetzt eine stufenlosen, regelbare Netzteil hier. Und ja, ziemlich stark. Also mit dem Netzteil hier kann ich quasi den Roller starten, mit oder ohne Batterie. Den kann ich auch nehmen, zum Beispiel wenn das Auto nicht mehr will, streikt, wenn die Batterie quasi am Ende ist, nehme ich Batteriestart statt Kabel, ne? Und quetsche dazwischen ein, die Zangen hier drin, da und da, meine Zangen, und dann gehe ich an die Batteriepole und dann stelle ich das hier auf ja, ca. 14,8 Volt und dann kann ich das Auto ohne Probleme starten, auch wenn die Batterie tief entladen ist, springt der Motor dann zuverlässig an, ohne Probleme. Er hat richtig Kraft, er hat richtig Power, muss man so sagen, wie es ist. Und ja, alles selber gemacht, konstruiert. Hier habe ich noch meine eine Sicherung eingebaut. Ja, wenn zum Beispiel ein Kurzschluss kommt, ja, dann klack und dann geht. Und dann wird das getrennt. Das ist als Schutz. Die Endstufe zum Beispiel oder abzuschießen. Die Endstufe ist intern aufgebaut, dass ich die jederzeit erreichen kann und die Transistoren auch wegmachen kann. Weil es wäre blöd, wenn ich jetzt alles in Gehäuse reingesteckt hätte und dann müsste ich alles zerlegen. Ne? Also, hab schon ein bisschen weiter gedacht. Ne? Und es reicht, wenn ein Transistor praktisch kaputt geht, dann zieht er immer auf Kurzschluss und geht hier auf 30 Volt oder je nachdem. Und dann funktioniert die ganze Soße nicht. Ne? Hab ein bisschen weiter gedacht. Ne? Ja, das zeige ich euch hier, wie schnell die. Das sind jetzt kurze Kabel hier, die sind vielleicht 20 cm, ne? Wie gesagt, und die haben einen wirklich kurzen Widerstand. Das kommt dann auch immer auf den Widerstand vom Kabel. Desto länger das Kabel ist, zum Beispiel wenn man die Batteriekabel nimmt, dann wird das ein bisschen problematisch. Deshalb habe ich ja diese Sicherung hier eingebaut. Ne? Sobald er auf Kurzschluss geht, das ist jetzt eine 16 Ampere Sicherung, flink, schaltet es automatisch aus. Zack und weg. Das schützt mir die Endstufe hier quasi. Und ist halt ein gutes Tool, weil man muss nicht, ja, die Endstufe ist zwar auch extra noch abgesichert mit Schutzdioden und das ganze Zeug, aber man kann nicht vorsichtig genug gehen. Normalerweise könnte man auch eine elektronische Sicherung dazwischen schalten. Aber man kann viel machen. Viele Wege führen nach Rom, aber ich habe das Problem so gelöst. Hier oben habe ich noch einen Timer, dass der praktisch, sobald ich das Netzteil hier einschalte, jetzt ist er ausgeschaltet, das Netzteil. Die braucht ein bisschen hier, bis die komplett ausleuchtet und die andere auch, weil die müssen erst einmal die Kondensatoren leer machen. Und die brauchen einiges, weil da sind gute Kondensatoren drin, große vor allen Dingen, die brauchen wir ja dann. Und so langsam werden sie dann, brauchen halt circa eine Minute oder noch länger, bis sie sich praktisch den ganzen Strom saugen von die Kondensatoren leeren. Ne? Ja, jetzt ist es so, jetzt sind die fast leer. Jetzt schalten wir mal ein hier. Okay. Die Sicherung ist aus. Da wird praktisch hier, wenn die Sicherung wird, hier der Pluspol getrennt. Das reicht ja. Der Voltmeter ist hier bis 30 Volt. Mehr geht ja nicht. Ja, zeigt dir 39 Volt, 29,9, je nachdem. Und der zeigt ein bisschen weniger. Deshalb habe ich den hier dazwischen geschaltet. Hier kann ich auch noch umschalten. Ja. 30 Volt jetzt zum Beispiel. Ja, hier geht es über Bereich. Wenn wir jetzt dann runtergehen, dann kommt die Anzeige auf 200 Volt schalten. Dann passt es.
Hier habe ich einen Lüfter eingebaut, zwei Lüfter. Die kühlen praktisch meine Endstufe hin. Das sind zwei Ventilatoren eingebaut. So sehen sie aus. Ich lasse das immer auf eine bestimmte Drehzahl laufen. Und wenn ich weiß, ich muss irgendwas quälen, motormäßig, wo er viel arbeiten muss, dann gehe ich auf Vollgas hier. Ne? Ja, jetzt hat es sich praktisch der zweite Ventilator eingeschaltet. Der erste ist ein 12-Volt-Ventilator und der zweite ist ein anderer Ventilator, ein großer Ventilator. Den habe ich von einem Gabelstapler rausgenommen. Ja, und funktioniert tadellos. Was kann ich euch noch zeigen hier? Ja, auf den Timer wollte ich noch was sagen. Das ist jetzt hier ein Timer zum Beispiel. Und der Timer ist auf 4 Stunden eingestellt. Das heißt, wenn der Timer hier ausgelaufen ist, dann schaltet er automatisch das Netzteil ab. Der wird quasi ausgeschaltet, komplett. Also er wird vom Netz getrennt. Ne? Man sieht nur, dass der hier praktisch leuchtet. Was anderes leuchtet nicht. Ne? Nur die Leuchte hier. Ne? Das ist ausgeschaltet. Dann muss ich praktisch wieder her. Ich habe das klug gemacht. Mit Selbsterhaltungszustand, ne, dann muss ich nochmal quasi das Netzteil ausschalten hier und nochmal praktisch einschalten. Wenn er hier ausgelöst hat, wenn er jetzt praktisch der Timer diese 4 Stunden jetzt praktisch runtergezählt hat und er schaltet aus, dann muss ich komplett ausschalten einmal, nochmal einschalten und dann fängt der Timer wieder von neu an, diese 4 Stunden Runde zu zählen. Ja. Ich weiß es, wenn er hier mir nicht anzeigt, ja, dass die beiden Lampen ja aus sind, ja, dann schalte ich nochmal aus, komplett aus, nochmal ein und dann fängt er an, nochmal 4 Stunden halt runter zu zählen. Ja. Früher ist er immer angeblieben, muss ja nicht sein, also ein bisschen weiter gedacht, ein Timer hier reingebaut, den gibt es hier, kann man in die Baumärkte holen irgendwo und alles verdrahtet dann. Ne? Ich brauche den hier für die Roller zum Anlaufen lassen, wenn die Batterie runter ist, kann ich auch Batterien aufladen oder zum Beispiel mit dem hier kann ich zum Beispiel eine wie gesagt, tote Batterie zum Beispiel wieder aufladen oder hochziehen, wenn zum Beispiel die Batterie tief entladen ist und man hat hier diesen Ladegerät hier, der will das nicht. Der geht auf Error, das packt er nicht. Wenn die ganz tief entladen ist, dieses elektronische Ladegerät, dann funktioniert es nicht. Habe ich die Erfahrung gemacht. Und der Kerl hier, der zieht die Batterie hoch. Man muss am Anfang hergehen. Man darf auch nicht gleich Feuer geben bei einer tief entladenen Batterie. Das weiß ich aus Erfahrung. Man geht her, man schließt die Batterie an, wenn sie tief entladen ist. Und man geht auf, je nachdem, 5 Volt, das reicht. Dann sieht man, dass der Ampermeter normalerweise nach oben geht. Wenn sie tief entladen ist, dann geht es keine Seltenheit. Wenn man dann 12 oder 13 Volt gibt, dann geht sie, kann es sein, dass die über 15 Ampere zieht. Ne? Die Batterie. Und das tut der Batterie nicht gut. Man sollte die Batterie dann immer ein bisschen hochziehen, langsam hochziehen. Ich weiß es aus Erfahrung. Und dann gehe ich her und fange an mit 6 Volt an zu laden. Oder 7 Volt, 8 Volt, je nachdem. Und dann je nachdem, dann fängt er an bei 5 Ampere zum Beispiel zu laden, Ladestrom. Ja, und wenn er zum Beispiel die eingestellte Voltzahl hier erreicht hat, die Batterie, dann geht er praktisch auf fast 0 Ampere zurück. Ne? Dann muss man dann hier wieder hergehen und wieder hochdrehen. Wenn ich jetzt hier 6 Volt einstelle oder 7 Volt und der Ampermeter ist nach unten, dann kann ich automatisch dann wieder, wenn ich das weiß, okay, dann gehe ich auf 12 Volt oder 13,3 Volt, je nachdem. Und dann wird die Batterie dann wird die vollgeladen. Ne? Und wenn ich das gemacht habe, dass ich zum Beispiel hochgezogen habe und ich habe nur 12 Volt, dann trenne ich die Batterie von den hier. Und gehe automatisch auf den hier, ne? Auf den kleinen elektronischen. Ne? Wie man sieht hier, die ist jetzt auf Winter eingestellt, auf Erhaltungsmodus, Lademodus.
Und wenn die Batterie unterhalb 12,8 ist, dann wird sie automatisch nachgeladen und der Kreislauf fängt von vorne an. Ne? Das andere mache ich mit dem hier. Ich habe schon Batterien hier hochgezogen. Wenn die Batterie noch okay ist und die hat keinen Kurzschluss und die ist, eine Zelle ist komplett wirklich kaputt, dann kann ich mit dem Ladegerät hier, mit dem Netzteil hier die Batterie auch hochladen. Ne? Was mit dem anderen nicht funktioniert. Der andere macht das nicht. Ne? Weil der hat ja Strom genug, also Power hat er genug. Dem juckt es nicht, was er für einen Widerstand hat. Der hat die Kraft. Ja. Und wenn die Batterie gut ist und die ist trotzdem tief entladen, habe ich öfters gehabt, dann kann ich mit die Batterie mit dem hier hochziehen und dann mit dem anderen. Der andere macht dann das Ende praktisch, der geht dann auf die richtige Spannung, wo die Batterie dann braucht. Je nachdem, 14,5 Volt macht er dann. Der pusht sie dann und dann geht sie dann auf 13,4 Volt oder je nachdem und dann geht die Spannung auch immer wieder nach unten. Ne? Und ja, die Selbstentladung ist es dann, wo die Batterie hat. Ne? Wenn das eine gute Batterie ist, dann wird sich weniger selbst entladen und wenn das eine schlechte Batterie ist, dann geht das hier innerhalb kurzer Zeit. Ja, so ist es dann. Ne? Nun gut, wollte ich mal hier an euch hier, an meine Abonnenten mal zeigen, wie ich das hier handhabe mit Strom und Netzteil. Ich habe mir ja einen Voltmeter eingebaut. Ne? Der läuft unabhängig von dem. Ich greife hier nur den Strom, ich messe hier nur praktisch, was hier anliegt. Ne? Ihr seht ja, wenn ich ausschalte, ich kann ja auch ausschalten von hier. Dann kriegt er auch gar nichts mehr von hier. Jetzt kriegt er wieder seine Spannung. Ne? Okay, das war's ja, dieser kleine Beitrag hier, wo ich wollte euch noch zeigen hier, dass ich mir auch ein bisschen selber zu helfen weiß. Also eine Eigenkonstruktion hier. Der ganze Gehäuse ist aus Aluminium. Das Netzteil selber ist wirklich, wiegt, ich weiß es nicht, was es wiegt. Also 20, 25 Kilo oder 30 Kilo wiegt das auf jeden Fall. Das ist ein richtig krasses Netzteil. Also die Sekundärwicklung sind das flache. Das ist ein Flachkupfergabel. Also das ist praktisch quasi wie ein Schweißgerät drauf, kann man sagen. Der bricht nicht so schnell ein. Und die Gleichrichter sind auch Industriegleichrichter. Die habe ich damals von einem ehemaligen Funkkollegen bekommen und der hat mir damals alles aus Industrieanlagen gebracht. Die Endstufen, alles damals, ja, die Kühlkörper habe ich alles genommen. Und der Sekundär hat der Trafo 24 Volt, das reicht vollkommen. Und wenn man dann die Spannung hier, wenn man die Spannung dann mit vier Kondensatoren dann siebt, dann wird die automatisch höher, die Spannung. Ja, sie geht jetzt bis fast 30 Volt. Und reicht, 24 Volt reicht vollkommen aus. Der muss halt viel Kraft haben, Ampere. Und die Ampere sind genügend da. Und so muss es ja auch sein. Ja, ja, leistet gute Dienste. Einmal, so wie gesagt, ist die Endstufe, habe ich sie geschafft, die Transistoren kaputt zu kriegen. Ja. Hat damals, hat gut lange, lange Jahre gehalten, aber ich habe das Ganze jetzt nochmal verstärkt. Die ganze Schund oder diese Lastwiderstände, wo dazwischen hängen, die habe ich dann auch verstärkt, größere genommen. Und die Transistoren habe ich auch, das sind Darlington-Transistoren drinnen. Und funktioniert tadellos, also die Transistoren, wo wirklich viel Ampere und viel Leistung bringen. Und funktioniert wunderbar. Ne? Ja, so muss es sein. Sollte jemand Interesse haben an der Schaltung oder ja, wie ich das aufgebaut habe, also was ihr braucht, was wichtig ist, ihr braucht einen guten Trafo. Der Trafo ist das A und O. Also der Trafo muss richtig, der Strom, was er sekundär liefert. Jeder Trafo kann euch 24 Volt liefern zum Beispiel. Aber was er am Ende von der Ampere,
Gambert, was er dann bringt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel 12 Volt an Motor dranhänge mit 12 Volt und der Motor zieht dann 20, 25, 30 Ampere, ja, dann bricht ihr euch natürlich ein normale 24 Volt Trafo ein. Geht nicht. Aber er macht es hier nicht. Wie gesagt, also dem interessiert es nicht. Der Ampere, zum Beispiel, ich merke das am Ampermeter hier, der geht bis 15 Ampere. Also damals habe ich den hier genommen, weil ich kein anderes gefunden habe, aber bestimmt, mit Sicherheit sind es dann 50, 60 Ampere, wo er auf einmal dann auch pusht, ne? Wenn man einen Motor dranhängt, wo er wirklich diese Amperezahl, diese Startstrom, wo der Motor dann zieht, weil er zieht ja dann nicht gleich diese 20 oder 25 oder 30 oder 60 Ampere, die zieht er am Anfang und dann geht's wieder, dann wird es wieder normal. Pendelt, je nachdem pendelt sich das ein, 10, 15 Ampere, je nachdem. Es ist keine Seltenheit, dass ein Anlassermotor von Piaggio, die Piaggio-Roller, 30, 40 Ampere zieht, Anfangsstrom. Ne? Ja, und dann geht es dann auch, je nachdem, was es ist, entweder 10 Ampere, 5 Ampere, also, weil die sind nicht alle gleich, ne? Diese Piaggio-Anlassermotoren. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe sie auch zerlegt und ich habe sie dann wieder in Stand gesetzt, dass die diese Motoren auch Unterschiede haben. Die eine ziehen mehr, die andere ziehen weniger, je nachdem, na, wie die Wicklung konstruiert ist. Ja. Der Motor dann von der Wicklung her konstruiert ist, der eine zieht mehr, der andere weniger. Nun gut, jetzt kommen wir mal zum Videoende hier. Wollte ich das euch ein bisschen zeigen, beibringen. Wie gesagt, wenn der eine Informationen haben möchte oder will, kann ich euch gern geben. Also was ihr braucht, ist ein Trafo, einen guten Trafo. Ich habe das hier mit 24 Volt gemacht und das andere, dann braucht ihr gute Transistoren, gute Endstufe braucht ihr dazu. Gleichrichter braucht ihr. Ihr braucht alles, was richtig stark ist. Ne? So was braucht ihr. Und die Regelung ist ganz simpel gemacht. Die ist über einen LM317 gemacht und der LM317 steuert automatisch die Basis von die Transistoren. Die Transistoren sind praktisch parallel geschaltet, ne? Und er steuert automatisch, der LM317 steuert automatisch die Basis von alle Transistoren, ne? Und simpel gemacht, ne? Die Transistoren machen nur den Strom, was ja der 317er praktisch die Basis von die Transistoren gibt, ne? Simpel gemacht. Ja, und dann kommt es auf die gesamte Komponente hier, was er reinbaut. Kann man machen. Also, wichtig ist der Trafo. Der Trafo muss halt wirklich gut sein. Also, desto mehr Ampere der Trafo an Sekundär bringt, desto mehr Power hat er dann hier. Ne? Kann man machen. Wenn ihr Informationen möchtet, kann ich euch alles geben. Also gut, machen wir jetzt einen Cut hier über das Netzteil hier. Also wenn ihr Info braucht oder was wissen möchtet, schreibt mir an. Ich kann die Info zukommen lassen über E-Mail-Adresse. Meine E-Mail-Adresse ist in meinem Profil hinterlassen. Diejenigen, die das nicht wissen, ihr könnt mich auch über meine E-Mail-Adresse praktisch erreichen. Ich weiß nicht, ob die E-Mail-Adresse praktisch auf die App habe ich sie nicht gefunden. Also sie ist zwar da, aber keine Ahnung, ob das. Wenn das geht, ist okay. Wenn das nicht geht, dann müsst ihr also über den Browser, über euren PC oder Laptop reingehen, über die normale Browserseite reingehen. Da würdet ihr auf jeden Fall meine E-Mail-Adresse finden, die ist da hinterlegt. Na, über die App glaube ich, dass das nicht funktioniert, wieso auch immer, keine Ahnung. Also wer die E-Mail sucht über den Internetbrowser, also am PC oder am Laptop, dann findet ihr die. Dann könnt ihr mir automatisch über E-Mail-Adresse euer reichen. Ne? Diejenigen muss es nicht wissen. Ne? Das war's hier von meiner Seite. Ich bedanke mich für Zuschauen, für Zuhören und wünsche euch was. Bleibt gesund und munter. Und wenn ihr Fragen habt, unter die Kommis. Und dann, ja, dann werde ich euch antworten. Die Infos zu dem Netzteil hier. Ne? Also bleibt gesund und munter. Lasst es euch gut gehen. Und ja, salve ich nun mal weg hier. Ich wünsche euch was. Und ja, bis zum nächsten Video und Videoende hier. Ciao, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.